Hallo und herzlich willkommen zurück zu Persona 5 und dem Beagle. So, ich habe entschieden, dass wir Mishima machen werden, weil ich schon interessiert bin, wie sein Fall jetzt weitergeht. Mir egal, ob die Reporterin mir schreibt. So, wo war der denn jetzt? Der war, meine ich, da oben, richtig? Nee. Hier. Ja. Electric Town. Direkt hier, ja. Lass mich mal eben kurz gucken. What would you like? Saugroboter. Beschäftigte Geschäftsleute. Ist aber ganz schön teuer. Desktop-Duftmaschine. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Hm? Oh, nee. Das möchte ich gar nicht so. Taco-Store. Take your time. Ich weiß, dass ich Leute beschenken kann, aber ich weiß immer nicht so recht. Das ist ein Supermarkt, oder? Ich glaube. Eisene PC-Reparaturset. Oh, brauche ich das wohl mal? Was gibt's hier vorne? Games? Hey! Handschwamm. Güte. Train of Life. Ja. Für mehr Mut. Alter, ja, Mann. Können. Ach komm, scheiß auf Wissen. Ich hab das Gefühl, ich bin schlau genug. Immer. Oh! Ah, ah. So, jetzt gehen wir zu Mishima. Der war irgendwo hier vorne. Hey. Ich würde gerne in Ruhe mit dir reden. Wie wär's mit dem Park? Ich meine, ins Visier zu nehmen, wird er euch nicht mehr berühmt machen. Es wäre praktisch sinnlos. Ein Dieb, der Herzensschild, versteht natürlich, was in meiner Psyche vor sich geht. Weißt du, ich habe die Pfarrenseite angefangen, um eure Botschaft der Gerechtigkeit zu verbreiten, aber schon bald wollte ich euch nur noch helfen, damit ich selber berühmt wurde, aber weil das vielleicht von Anfang an der wahre Grund war. Ich weiß nicht, ich dachte, ich würde es aus Respekt vor euch machen, aber tief drin wollte ich wohl einfach der Welt zeigen, dass ich nicht nur ein dummer Null bin. Toll, wozu das geführt hat. Ich bin ein egoistischer Loser, der sich verzweifelt an eure Beliebtheit klammert. Ich habe es nicht verdient, mit dem Tapfer und Verdummteam zusammenzuarbeiten. Also danke für alles. Bis dann. Warte doch mal, Junge! Du bist so ein Trottel. Okay, das ist cool. Well, see you later. Okay. Das war jetzt irgendwie unspektakulärer, als ich es erwartet habe. Thank you.
looks like you're busy. I'm listing up the evidence that's been taken into storage. It's a chore that any part-timer could do. I don't have time to waste on something like this. It felt like my irritation would show on my face at the office, so I brought it home. Sorry to hear. The Phantom Thieves case isn't so easy that I could pursue it in my spare time. The media keeps making a ruckus about it, so people have been wary whenever we make inquiries. Why, I couldn't get anything out of a man who seemed to have intel. I even tried threatening him. All I did was question him a bit harshly. Oh, I almost forgot. I'll be going on a school trip starting next week. The senior faculty are being questioned, so I'll be going in their stead. Sounds good to me. The school will owe you for it. It won't get in the way of your entrance exams, will it? Not at all. Feel free to take a bath first. I need to study. Okay. I think I'll do that. Should do it, right? Oh, Makoto? Yes? I want to change my toothbrush. I bought a new one already! It's on the shelf! Thanks. Hurry! Wie schnell duscht die Frau bitte? No way already! That was fast! I'm not really in the mood to relax in the tub. Oh, it's so close to being done, too! Oh, sis? What is it? I bought a new bath salt. It's on the same shelf, so would you mind putting it in the tub? Not at all. Yay, sie hat's geschafft. Ich habe nie an ihr gezweifelt. 65%, sieht doch gar nicht schlecht aus. So, jetzt könnte ich mir wirklich... musste gerade was machen. Ich hab's. Worüber redet ihr bitte so über morgen? Ich habe die Daten vom PC meiner Schwester extrahiert. Aber ich weiß nicht genau, ob ich es richtig gemacht habe. Oh, darauf habe ich gewartet. Her damit, na los, ich muss jetzt aber in die Schule. Oh, mein Fehler. Dann bring's sofort danach vorbei. Wenn du zu spät kommst, bestrafe ich dich. Looks like you went so well. I want her as my daughter. Oh, before that, we should get over to school. Seriously? Denk doch genauso egoistische Penner. Also wirklich. Oh yes. Oh yes. Was? Ich weiß, dass da jetzt eine Frage kommt, ne? Ja. Yeah. Let's see how you're doing. This is it. Oh, not bad. No way, dass ich so schlau bin. Nice going! Here you go. I think I did it right. Leave it to me. Whoa, you grabbed all these? Are they for Hawaii? If we're gonna lay low, we might as well enjoy it. Oh, look at this one! Gigantic sea turtle sightseeing on some beach. Come on, food's more important than some turtle. Nein, you really don't find steak this big and thick in Japan. Also, mahi-mahi? Is that some kind of fish? Think it's good? It seems that it's the season for schools all around.
We're going on our school trip as well. Yeah? Where are you guys going? Jetzt kommt Hawaii. I believe it's Los Angeles. Sag mal, Japaner fahren echt so auf Klasse fahren? That doesn't suit you at all, Yusuke. I bet you wanted to go somewhere like Nikko or Nara. Anywhere is acceptable. After all, the mineral pigments used for Japanese art were originally imported. Hawaii and Los Angeles, huh? Which would you want to go to? Los Angeles is hard to give up too. Yeah, I mean, ich mein, don't I seem like geil. An LA guy? Like a total gangster? Ich frage mich nur, können alle Eltern sich das leisten, den Schülern das zu bezahlen? Hawaii is more of a resort place than LA, so I'd rather go there. So we won't be seeing each other for a while. We'll make sure to buy a souvenir for you. Ooh, here comes some interesting data. This is just from a quick glance, but it says perpetrated and connected. It means that mental shutdowns aren't coincidence. That this is a case with a culprit behind it. Actually, it's not just about people having shutdowns. Looks like she's inferring that the psychotic breakdown incidents are connected to the same case. Go Makoto sis! How long do you think it'll take to analyze all of it? There's a lot, so it's not happening overnight. But I'll manage by the time you guys get back. I demand souvenirs from Hawaii and LA for my reward. I don't really get all this, but you're as amazing as always, Futaba. I guess it's called an information war? Oh, it's so high-tech and modern. Kind of reminds me of a movie. We're the Phantom Thieves, so it's not that big a deal. I mean, I can turn into a car and stuff, too. Come on, don't try and compete with her. What did you say? You're fine the way you are, Morgana. Like, you're cheeky cute? Cute? Lydion, I... Well, we'll continue this when we get back from the trip. I can't wait to see how much the Phantom Thieves' popularity is increased by then. Was zur Hölle? Ist das Akechi? Vergesst nicht, euch auf die Reise vorzubereiten, okay? Du klingst langsam echt wie ein Lehrer. Mann, wieso sagst du das überhaupt? Hab ich dir das nicht erzählt? Ich komme mit. Was? Die Lehrer haben mich gebeten, an ihrer Stadt als Begleitung mitzufahren. Moment, was? Das höre ich zum ersten Mal. Gibt es Probleme? Was? Du versaust die ganze Fahrt, ist ja mies. Ja, ich war besorgt, wie viele Unruhestifter dabei sind. Redest du etwa von uns? Aber warum nennen sie dich überhaupt mit, Makoto? Anscheinend müssen ein paar Lehrer hierbleiben wegen den Artikeln der Boulevardpresse. Also haben sie entschieden, dass ein paar Schüler aus dem dritten Jahr als Begleiter mitfahren. Anscheinend fahren außer mir noch ein paar andere mit. Aha. Jedenfalls warten wir schon lange auf diese Reise ins Ausland. Mal aus Japan wegzukommen, wird uns sicher allen die Augen öffnen. Das ist eine tolle Gelegenheit, die wir echt auskosten sollten. Vergesst die Souvenirs nicht! Hey, hey! Akechi. Bin ich eigentlich voll dafür, aber ich will eben noch was verkaufen gehen. Gelaunte Wahrsagerin. Nee, nee, nicht da, ne? Da ist verkaufen, ne? Ja. Und dann gehe ich zu Akechi. Und wenn ich die 5 Tage weg bin, verpasse ich da ja auch wieder was. Welcome. Okay, was hab ich denn hier? Kann ich ein paar verkaufen. Da kann ich eine verkaufen. Aha, das ist immer so mies. Katzenausrüstung kann ich immer verkaufen, so dass ich... Ja, da weiß ich halt einfach nicht. Oh, nee, ja.
Ich glaube... Oh, okay. Okay. So, jetzt kann ich wieder zurückfahren. Achso. Nee. Hier. Café LeBlanc, weil ich mit dem Typen Akechi reden möchte. So. Da freut er sich. It was quite nice. Oder? Ja. Drei Sternchen sind mindestens noch mein Ziel, weil es ist November. Vielleicht. Goodbye then. Ich bin wirklich bei ihm ja so ein Sinneswandel, wenn ich mich mit ihm anfreunde. So der Plan. Was kann ich denn heute an einem Sonntag machen? Oder werde ich schon wieder belästigt? Puh. Hey, gehst du oft... Da ist dein Foren an der Top... Machine said he's a. Okay, was habe ich denn eigentlich alles so an Anfragen? Okay.
Ja, danke. Hey! Schon wieder zwei Nachrichten, ey. Nicht vertraute. Okay, Okay, lass mich mal vertraut. Nein. Makoto ist auf 5, da komme ich nicht weiter. Yusuke würde gehen. Ren brauche ich nicht. Ryuji müsste mal weiter. Akechi habe ich auf 6. Futaba kann ich nicht machen im Moment. Verdächtige Ärztin würde halt auch gehen. Dieser 5. Da bräuchte ich dann nur noch 2 bei ihr. Das wäre gar nicht so verkehrt. Takuto Maruki. Ach, der, ja, der, ich sehe es schon. Was sagt denn hier? Futaba. Oh, ich könnte Futaba auch einfach machen, weil da fehlt mir echt einiges. Ah, das ist jetzt schwierig, wenn ich ehrlich bin. Futaba und Takemi sind hoch. Bisschen. Warte mal, ich habe aber gesehen. In der Kirche ist die nicht zur Verfügung. Ah, okay, ja, gut. Ja, du belästige mich nicht. Alles gut. Wo finde ich denn Futaba? Bin ich schon auf die Karte. Futaba ist draußen vor der Tür. Schauen wir doch mal. Da. Yo! Nein, ich darf nichts mit ihr machen, auch wie mies. Dann gehe ich natürlich zu Takemi, aber weiß, ich muss an meinem Charme arbeiten. Bringt mir alles nichts. Dann muss ich wohl heute Abend eine extra Runde. Hey. Nee, an meiner Güte arbeiten, so. Let's go. Here. Thanks. I see. Alter, mach das! Ich werde auf ewig ihr Versuchskaninchen sein. So, dann habe ich die Ärztin fast durch. Muss man ja alles anständig hier planen, ne? Alright. Right, ne? So sieht's aus, Leute. Anyway. Hey. Thank you.
I see. I'll see you later. Das tut mir jetzt leid für Sie, aber ich werde Anne nicht untreu werden. Futaba ist natürlich jetzt sehr ärgerlich gewesen. Ah, you're back. Ey, das Handy ist nie still. Mir ist so langweilig. Wie bitte, dann löst du dann. Mein PC macht die ganze Arbeit und ich habe nichts zu tun. Wir bereiten uns auf unseren Schulausflug vor. Wir haben heute Zeit, dich zu bespaßen. Ach Mist, ich muss einkaufen. Außer eine Zahnbürste brauchen wir doch nichts, oder? Warum die Panik? Ich brauche alles Mögliche. Shampoo, Lotion, Conditioner. Ah, da fällt mir ein, ich muss eine Leinwand mitnehmen. Es ist ein tolles Gelinge zum Malen. Aber reicht eine? Nein, lieber drei. Man weiß nie, wann einem die Muse küsst. Bei Leinwänden gibt es je größer, desto besser, oder? Wieso fragst du uns das? Was ich sagen will, so eine Scheiß solltest du gar nicht mitnehmen. Ich habe nichts zu tun. Interessant. Yoshida, den habe ich schon. Ja. Gut gelaunte Wahrsagerin. Ich habe tatsächlich niemanden, den ich gerade bespaßen kann. Das heißt, ich kann den Chef, ich kann hier so ein bisschen. Hey! Meine Güte aufpeppen. Fangen wir an, weil ich muss für Futaba. Ja, bitteschön, habe ich gerne gemacht. Ist meine Güte jetzt? Komm schon. Nice. Und? That should do it for now. Nein, immer noch nicht. Hey. Ich muss meine Güte hochkriegen. Wie mache ich das? Ich habe noch bis Dienstag Zeit, meine Güte hochzukriegen. That's wild. Nice work, Phantom Thieves. I don't get it. Nach der Schule direkt, okay? Also keine Fragen oder so. Interessant. Yep. Das waren noch Zeiten, ja, ja. Oh, praktisch. Ja. Dann erhöhen sich auch unsere SP. Now. Oder auch nicht, heute ist dein Glückstag. Schau mal, was da Schönes für dich liegt. Ich habe dich in letzter Zeit mit Traumata, Schmerzen, Trauer und solchen Sachen bombardiert. Da habe ich mit einem Kekse. Ah ja, das sieht toll aus. Oh, yes. Right. Oh, das hat ihn glücklich gemacht. Cool. For example,
sorry. Also schauen wir mal, was ich jetzt noch machen kann für meine Güte. So, mal sehen, ob mich jetzt jemand nervt. Ich hoffe nicht. Hey. Mal was abklappern. Bei Sojiro. Oh, Sojiro ist auch hoch. Oya ist hoch. Okay, Sojiro oder Oya? Sojiro ist auf 6. Oya ist auf 6. Also 50-50. Engelsgleiche Güte. Oh, was? Okay, Ja, komm, von mir aus. Oh, honey. Hey, hey! Hey! Well then. Sinneswandel. Stop messing around.
Also, Hoppala. Give me some news. Mein Charme. Ich brauche Güte, kein Charme. Ich habe das Gefühl, alles, was ich sage, macht die glücklich. Er ist wirklich ein Frauenschwarm. Kann man nicht anders sagen, ne? Aber jetzt hänge ich irgendwie in dem Tag fest. Mist, ey. I wonder how much longer this heat will continue. Weiß ich nicht, Gunther, weiß ich nicht. You know the rankings that are popular nowadays. I don't blame you. Everyone's paying attention to it. Did you know my name is listed too? It's apparently due to my recent disapproval of the group. Before I knew it, I turned into a bona fide villain. Still, I thought that if I became a target, I could figure out their methods. The idea was appealing when I thought about it. Of course, there's no guarantee I'd be safe. Well, talking anymore will make us late. See you later. Der Typ ist so komisch, Leute. Der ist so komisch. It's all over the news. Ich müsste so dringend Tormented Souls und Assassin's Creed aufnehmen, aber ich komme gerade aus Persona 5 okay, einfach nicht let's get raus. Started. Des Phänomens, bei dem es aussieht, als stünde der Sekundenzeiger still. This is it. Right. You see. Tja, ich will zwar einen guten Abschluss haben, aber ich kriege meine Güte nicht hoch genug. Tja, tja, ja. Wenn ich bedenke, dass ich das am Anfang gut gepusht habe. Wunder nicht. Mann, so cool. Morgen um die Zeit sind wir in Hawaii. Ich kann es kaum glauben. Erwarten. Ryuji, du weißt, dass du erst morgen Abend abreist, oder? Was, echt jetzt? Genug geplaudert, konzentriert euch auf den Unterricht. Der ist mir doch jetzt erst recht egal. Mir fehlt jedem alles wie immer. Höchste Zeit, Attraktionen in Hawaii zu recherchieren. Da warst du aber verdammt schnell über die Täuschung weg. Ach ja, gibt es in Los Angeles irgendwelche Sehenswürdigkeiten? Hollywood. Es gibt auch einen sehr lebendigen Kunstszenen. Die Reise wird sicher sehr inspirierend. Aber mit den Stränden auf Hawaii kann das nicht mithalten. In der Nähe von Los Angeles gibt es auch jede Menge tolle Strände, weißt du? Hä, das liegt im Meer? Weißt du überhaupt, wo L.A. liegt? Naja, es ist die Hauptstadt von Amerika, also irgendwo in der Mitte. Was ist mit Hawaii? Keine Ahnung, irgendein Meer, denke ich? Du bist unglaublich. Wie lange sollte das noch so gehen? Oh Gott, der verkackt seinen Schulabschluss enorm. Moment, lass mich mal eben hier Maruki. Ich weiß noch nicht mal, wer Maruki ist. Ach ja, der Arzt, ne? Das ist doch der Einzige. Ah, dammit! Was habe ich jetzt nochmal für Anfragen? Ich überlege, ob ich zu dem Doki. Aus dem Weg.
pushen wir das doch noch mal ein bisschen. Welcome. It's open. Ich habe ja eh nichts zu tun. Okay, das klappt. Be careful, okay? Lass mich raten, ich darf nichts machen. Wir gehen morgen getrennte Wege. Hoffentlich geht die jeweilige Reise gut. Danke, pass auf dich auf, Yusuke. Und Futaba, wir verlassen uns auf dich, was die Analyse angeht. Verlass das mir. Sag einfach Bescheid, wenn sich was ergibt, okay? Alles klar. Dann mal los, pass für uns auf, Morgana auf. Gut, Reise. Oh, Morgana scheint ziemlich gefrustet zu sein. Ich wusste nicht. Alter, ich kann gar nichts machen. Okay, dann gehen wir jetzt runter. Ab in die Federn. Hey, hey. Hey, hey. Oh, Morgana, was ist denn los? Oh, Morgana, ist sie eifersüchtig? Hey. Okay, versuchen wir es nochmal. Morgana. Nee, sie will nicht reden. Was ist denn mit Morgana nur los? Mensch. Ah, die ignoriert mich. Off, huh? Mach keinen Blödsinn. Don't go cutting loose, just because I'm not there to keep an eye on you. I'll look after Futaba and the cat while you're gone. You owe me one. Aber Morgana ist echt beleidigt. We'll talk more about our next job once you get back. Good. Morgana ist sauer. Ich kann ihr nicht helfen. I'm so sleepy. It'll take over 6 hours to get there, so why not sleep on the plane? I'll do that. Oh, it's almost time to check in. Looks like it's gonna take off on time. I feel like a lot of flights headed to America tend to run late or get canceled. Is it just me, or is Ryuji not here yet? Ah. I wasn't expecting to make a mad dash like this. Coming late even on a day like this? That's all you're bringing? Well, it's only 4 nights, right? Ain't it enough? Yeah, that! Well, I guess so. Hey guys, they want us to gather near the boarding gate soon. Why don't we take a group shot before we take off? Ooh, sounds good! You be our cameraman, okay? Let me join in too! You too, Makoto! All right. Where am I supposed to look? Let me see! Let me see! Ryuji, du hast was im Auge. What? Holy shit, she's right. How could you tell, Futaba? Bist du überrascht? Ich habe heimlich eine App auf dem Handy von Beagle installiert. Jetzt kann ich durch seine Kamera alles sehen, was ich will. Du guckst gerade nach, oder, Beagle? Hey, du unterschätzt die wahre Magic. Talk about a nasty trick. Ich wäre so stolz auf sie, wenn sie meine Tochter wäre. Coming right up. Oh, ich hab voll überzogen, fällt mir gerade auf. Egal. Ladies and gentlemen, we've begun our initial descent into Hawaii. We ask that you please return to your seats and ensure that your seatbelts are safe. Whoa! So, how long will you be staying? I'm so excited! I have no idea, though! Hawaii! I love it! The tropical air! Hi! Aloha! You can find your buses that way.
you speak Japanese? Whoa, I see it! The diamond thing! Oh man! The ocean is so blue! Also mache ich mir jetzt 5 chillige Tage? Oder 4? Wie lange war es jetzt nochmal? 4, glaube ich. 4 chillige Tage? Yes, we're here! Hawaii! I am so embarrassed. Is this the smell of Hawaii? Actually, I've been wondering since the airport, but what is this smell? Supposedly the lingering scent of carpet cleaner. It's coconut scented. Plus, I'd say the scent of plumeria for the Lays are amplifying the tropical atmosphere here. What are you, the king of random facts? I'm the type that likes to look up stuff beforehand. Then, tell me a cheap but good place to eat. Do that after we've figured out room assignments. We can't go out until we get our keys. I want a room with this guy. You belong to a different class, Sakamoto-kun. I can't. It complicates roll call. Everyone butts you out, after all. I bet there aren't many people who'd be okay rooming with you. Shut up! We both stick out like a sore thumb, you know. Takamaki-san, have you decided on which room to stay in? No, not yet. In that case, how about rooming with me? And if it's okay with you, do you want to walk around together once we're free to go about? We've never gone overseas before, so we thought it'd be reassuring if we had someone who knows English. Oh, sure, of course. Well, see you guys later. Huh? Oh, come on, can you just hurry up and make your decision? Oh, then is it okay if I room with you? It's decided, then. Anyway, don't do anything stupid, okay? This isn't Japan, you know. So this is Waikiki! Well, there sure are a ton of people here. And a lot of tall buildings like hotels. It's a little too clean here. Feels like an artificial resort. Still, look how clear the ocean is. The palm trees definitely give off a tropical vibe, too. I thought An was pretty impressive, but compared to the foreign ladies? Nah. Then stop looking! You think so too, don't you? Like, these ladies are massive unlike the girls in Japan. You like them slim, huh? Moving on, take a look over there. Isn't that Diamond Head? Oh, I saw it from the bus, too! But why is it called that? Are diamonds a local product? Wouldn't it say online? Ah, there we go. Wait, people long ago mistook volcanic rock for it? That F? Might as well look up recommended places in Waikiki, too. Oh, right. I wanted to eat pancakes. I wonder if there are any online recommendations of scenic spots. We should check for cheap and popular restaurants, then. Hey, we're on our phones and chatting. This is no different from when we're in Japan. Da muss ich dir recht geben. Even if we're overseas, we can see all the news in Japan if we got our phones. It's like, this ain't what I was expecting. We should do something that's more Hawaii-like. What's Hawaii-like? Hula dancing? Uh-uh, I ain't down for that. We can finally take a breather. Oh, by the way, you know how the polls for the fan site rankings started, right? It's been really lively, huh? I'm the one who made the website, but even I'm surprised. I can't believe I'm part of such a huge thing. I'm so glad I've been rooting for the Phantom Thieves. On the contrary, did you hear about Akechi, that detective against the thieves? The good-looking one. His popularity plummeted after Medjet was dealt with. Supposedly, his official blog's up in flames. He posed as some hero of justice, but
That's what he gets for not seeing eye to eye with them. To be blunt, I can't focus on this trip. I keep thinking about the Phantom Beasts. Warum wollte ich den noch mal mit auf meinem Zimmer haben? You sure are calm. Something this amazing rarely happens, you know? But then again, I think I'm feeling a bit tired too. Let's go to bed. Good night. Ich komme noch dazu. Ja. Leute, 68, 69%. Was geht denn da ab? Und ich bin nicht mal im Lande. Man, there's nothing but Japanese people around here. I thought we were gonna be getting alohas coming from all directions and stuff. It costs money to enjoy that atmosphere, you know? There's not much we can do as students. I guess it's the same no matter where we go. Hey, what's with the low energy, Makoto? I just had to listen to the taxi driver complain for 30 minutes straight. I'm used to dealing with students' troubles, but I never expected to have to do it overseas as well. That must have sucked. We should be doing some more exciting stuff. I mean, we're in freaking Hawaii, for God's sake. Isn't the school supposed to plan stuff? I want to go diving! It seems there wasn't enough time to come up with any kind of coordinated travel plan. That lack of coordination is what led to them using students as chaperones as well. By the way, you're rooming with Mishima, right? How is it? Anything interesting? Really? Mishima-kun is the one who made the fan site, correct? Fan site? You know, I do hear people talking about the Phantom Thieves every so often. Are they really mentioning us? I think so. We've already made our international debut. Man, just talking about that makes me want to go back to Japan so bad. You really have no chill. Come on, let's try and forget about those things for now. But people are waiting for us to fix society. We don't got time. Yusuke. To be relaxing over here. Was machst du denn hier? Ain't that right, Yusuke? Wait, what the hell? Overseas travel provides a great opportunity for new insight. I'd prefer we stay here a bit longer. What are you doing here? Wasn't your school supposed to be going to Los Angeles? Apparently, they couldn't land the plane due to a terrible storm brewing on the west coast. Sure. There were no signs of it letting up, so our destination was changed on the spot to Hawaii. Do you just bring rain wherever you go? Could it be that what happened at the fireworks festival was his fault as well? Don't go bringing any storms here, you got that? I'll do my best. By the way, there's nothing planned after this. What are you all gonna do? Oh yeah, I still gotta buy souvenirs. My mom asked me to grab some stuff for her. I totally forgot about that. We need to pick things up for Futaba and Morgana, too. I was hoping to do some shopping myself. Then it's settled. I wonder what Morgana would want. Man, our group's totally the same even out of Japan. Realize Big Bang Burger was in Hawaii too. Yeah, it's been getting real popular in Japan lately. I guess they wanted to branch out. Now that you mention it, I read a news article recently about the success of Okumura Foods. Ah, yes. The company that owns Big Bang Burger. Okumura? Ain't that the guy who's at the top of the fan site rankings? Is that true? I guarantee it. I don't make mistakes about that kind of stuff. Right. What's the matter? Oh, it's probably nothing. Just a rumor I heard about Okumura Foods. Supposedly, all of their overseas competition has mysteriously pulled out. Never mind. I'm surely just overthinking things. Sis's habits seem to be rubbing off on me. Meistens hat sie aber recht. Hey, why don't we take a pic together? You know, so we can remember the trip and all. Ooh, good idea! Are you sure you don't want to be in it? Thanks. I only ask that you ensure the composition is well balanced. Ugh, can you not worry about that stuff for one second? Go for it. Der hat vom Kameradrehen einfach auch noch nie irgendwas gehört, ne? We still have some time to spare, right? Where to next? There's a convenience store down by the beach. How about there? That sounds lovely.
I would quite like a short rest. All right, let's head over there. Huh. Don't you think the food around here is kind of salty? You might be right. Oh, shoot. I forgot my sunscreen. I'm going to go buy another bottle at the convenience store. I'll go with you. I guess we will need to wait for them to come back. I'm so bored. By the way, you think we're the thieves everyone here's been going on about? It'd be pretty freaking crazy if that was true, huh? Oh. I had not heard of such rumors. It sounds wonderful. We are already here, so why don't we confirm if that is the case? Oh, good idea. Let's try asking around while we wait for An and Makoto. Okay, meine Lieben, jetzt kann ich endlich einen Cut machen. Habt einen schönen Tag und haut rein.